Guten Tag. Sind Sie auch eine Kommission? Kommunengesellschaft. Weil ich bin da nebendran auf einer Kommunengesellschaft. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gehört haben. Also, ob man es hört. Und da nebendran die Musik, die ist ja für die Ohren nicht zu übersehen. Da proben so 3, 4 Mann von der Feuerwehrkapelle. Freiwillig. Also von der Freiwillig Feuerwehr. Ja, die feiern dieses Jahr, die nächste Woche da waren, ihr 75-jähriges Bestehen vom Jahrestag von der Freiwillig Feuerwehr. Und die Feierlichkeiten sind da drin. Aber wie sagt man immer so schön, warum nicht? Der Chef von der Feuerwehr sagte auf der Kommunion, der Sandmeier Emil. Ich habe kurz mit ihm geschwätzt, weil ich habe gesehen, dass er allein da ist. Er sagt, Emil, bist du allein da? Sagt er, ja, ich bin allein da. Seine Frau wäre aus gesundheitlichen Gründen krank. Sie müsste wahrscheinlich noch ins Krankenhaus und da wollte sie jetzt nicht noch da. Weil es sieht ja doch jeder froh, was er hat. Aber ich sag, Emil, das sieht man doch nicht, dass sie ins Krankenhaus kommt. Da sagt er, nee, sie die jetzt halt jedem verzählen. Die Leute halt froh, was sie hat. Also, was hat sie dann? Ne, sagt er, ja, du, die übliche Frauengeschichte. Heißt, ah, zu dick. Ne, sagt der Emil, Heinz, kennst du ein gutes Krankenhaus? Ah, ich sag, jo, städtische. Ist meine Schwiegermutter gestorben. Wenn Sie jetzt da jemanden um Annemarie Sandmeier froh, sagt jeder, wer? Kenn ich nicht. Wenn Sie aber sagen, es knippelt hier. Ne, sagt jeder, ach, Sandmeier Annemarie. Ah ja, die ist nicht groß, ne? Bisschen unersetzt. Korpulent. Sieht ein bisschen spaßig aus, also. So ein Typ wie Hilde. Jo, früher war die, ach Gott, wie sagt man dann da? Ein Strich und ein Faden, ne? Heute sind wir jetzt Zebrastreifen. Nee, wirklich, früher war die eine zierliche Persönlichkeit. Wie dort die, wie heißen dort die dünne Frau, die mit so durchsichtigen Kleider in dem Märchen nachts durch den Wald hopse. Alle Neune. Was? Hä? Ach ja, Models. Oh. Da sagt mir Herr Becker, ich weiß es nicht. Wie kann man so die Weihnachten versauen? Nee, alle Neune. Elfe. Und wie gesagt, er ist der Chef von der Freiwillig Feuerwehr. Leider. Also der Leiter von der Freiwillig. wie sagt man da? Brandleiter oder
Sein Vater hat ja früher die Brennerei gehabt. Ne? Der Emil sagt, hat er mal gerade vorhin gesagt, er wäre, seit er 50 ist, wäre er bei der Feuerwehr. 50 Jahre wäre er jetzt dabei. Na, der Emil ist 65. Jo, es kommt genau hin. Ne? Ja, Moment, dann tät aber da auf der Fahne die 75 nicht stimmen. Tät die ja 10 Jahre zu früh Probe. Oh, mir ist das egal. Jo, wie gesagt, ich bin Dorferer, komme Junggesellschaft nicht, und sitze mich mal hin. Ah ja, Gott sitzt du schon den ganzen Tag rum. Es hat Mittagessen gegeben. Vorhin haben wir Kaffee und Kuchen gehabt. Und dann wird es ja gleich wieder was zu essen geben. Ne? Und dann die ganzen Gespräche, du nicht, mein lieber Mann. Haben sich vorhin so ein paar über den Terrorismus unterhalten, durch die Selbstmordattentäter. Und dann sagt so eine Frau, ich habe die nicht gekannt, sagt sie, ja, diese Leute kämpfen noch für ihren Glauben. Und dann sagt der Herrmann, das glaube sie selber nicht. Sagt er, mein Älterer hat früher ein Schreibwarengeschäft gehabt. Sagt er, die an eine Silvester Feuerwerkskörper verkauft. Sagt er, ich weiß, wie man mit dem Zeug umgeht. Und dann sagt er zu der Frau, was denn Sie sahen, wenn Ihr Sohn sich da mit so einem Sprengstoffgürtel ins Auto sitzt und in der Menschenmenge sich hoch explodiert. Sagt sie, unser Sohn würde das nicht machen. Der hat keinen Führerschein. Nein, ich noch gesagt, ja, und Larve will ja halt keiner mehr. Ich habe schon gesagt, der Selbstmordattentäter gehört anschließend der Arsch versohlt. Ne, sagt der Kohl Werner, ja, wenn man den anschließend noch findet. Tja, wir leben in einer Zeit, die hat es früher nicht gegeben. Was habe dann ich damals zur Kommunion geredet? Blume, ne? Über die sich meine Mutter gefreut hat. Und mittags habe ich mir sie in der Nachbarschaft Kuchen austragen. Jo, von meinem Onkel habe ich eine Uhr geredet, aber das war ja auch keine teure Uhr. Ne? Die hat da nicht lange gehalten. Ich habe, ich weiß nicht, zwei oder drei Tage nur die Kommunion habe ich im Hof gespielt oder was am Fahrrad gemacht. Das heißt, nee, ein Fahrrad habe ich ja gar keins gehabt. Jedenfalls die Uhr liegt da auf dem Betonboden. Mein Vater ist mit dem Motorrad drüber gefahren. Das war die Uhr. Da war die Ziffer platt. Nee, aber was will man jetzt so ein Bu in der heutigen Zeit zur Kommunion schenken? Die haben ja alles. Beziehungsweise sie kriegen es von der Oma gekauft. Die hat mir heute Mittag, ich weiß nicht was, vor dem Essen oder noch im Essen, sagt sie, sie hätte ihm Oliver, das ist der Junge, wo er heute Kommunion hat, dem hätte sie immer, nee, es war beim Essen. Weil sie hat noch gesagt, sie kennt so schlecht Kaue, ihr Gebiss wäre kaputt. Also jedenfalls, sie hätte im Oliver mal so 5 oder 6 von den, sagt man dann, da, DVDs da gekauft. Wissen Sie, wo man am Computer so schieße und kämpfen kann, ne? Und das sagt sie, also jetzt nicht als Gewalt. Ne? Die Täter angreifen, müsste man sich halt wehren. Ne? Sagt sie, ihr Mann hätte früher schon immer gesagt, man darf sich im Leben nicht alles gefallen lassen, man muss sich wehren. Der war Lehrer.
Nee, sie sagt, sie findet das mit den DVDs so in der Hinsicht für die Erziehung pädagogisch. Sagt sie, ihr Mann wäre mal vor der Schule von Schülern zusammengeschlagen worden. Als Begründung hätte sie gesagt, sie hätte Langeweile gehabt. Ja, das ist, weil die Ältere sich nicht um die Kinder kümmere. Sie sagte, Oliver, der sitzt stundenlang am Computer. Sagte, der hat doch eine Ausdauer. Sagte, mittlerweile erschießt der die all. Sagte, du ist der so gut zu Hand. Nee, der Mock sagt, Oma, schießt du Amo. Ne, sagte, das war gar nicht so einfach. Ne? Einer hätte sie getroffen, aber ah, nicht richtig. Ne? Hat sie gelacht, sagte, ich habe dem nur das Bein abgeschossen. Sagte, ich bin bei sowas ja nicht so geschickt. Ne? Aber sagte, wenn die Mensch da am Computer abgeschossen wäre, sagte, die kreische so grell, das tut ihm ja in der Ohre weh. Ne? Jetzt im Oliver, jetzt zur Kommune ein paar Kopierer geschenkt. Ich habe heute Morgen vor der Kirche zum Oliver gesagt, und hast du die Kraft vom Heiligen Geist gespürt? Und dann sagt er, ja, ja, er hat 3000 Euro geschenkt gekriegt. Wir haben ihm zur Kommune da so wie sagt man dann, das so ein Füllhederfalter. Was sind jetzt schon wieder? Gehören Sie zusammen. Wenn Sie einen tappischen Bruder suchen, der sitzt da. Ja, nee, Sie müssen verwandt sein, weil ihn allein kann so dumm nicht schwätzen. Nee, der hat angefangen. Nee, du so, sag mal so, Füllhederfalter. Hüllfederfalter. Nee, wie sagt man dann? Tintehüller. Füller. Sagt Hilde, ja, und wenn er schon einer hat? Er sagt, wenn du ihm Geld schenkst, das hat er auch schon. Und er sah die Verkäuferin im Geschäft mit Goldfeder. Oh, ich sag, du müsste ich aber zuerst noch die Sparkasse überfallen. Von seiner Tante hat er ein Handy gekriegt. Tja, das war natürlich geil. Und unser Füllfalter war, ah, jo. Und im Ecke hat er gelegen. Dann sagt Roswitha, die Mutter vom Oliver, sagt, ja, die junge Leitschreiber heißen da ja lieber mit dem Handy. Habe ich zum Hilde gesagt, dann kann er von mir aus mit dem Füller telefonieren. Ich habe mir heute Morgen in der Kirche bei der Kommunionfeier überlegt, da sagt heutzutage kein Mensch mehr was, wenn bei so einer Kommunionfeier Evangelische in der Kirche sind. Ah ja, wir waren früher in der Schule noch getrennt. Siehst, wir waren ja doppelt getrennt. Bube und Mädel und Evangelische gegen Katholische. Ne?
Ich habe vorm Hildeens gekannt, das war evangelisch, ne? Aber ah, nur so lang, bis es mein Vater erfahren hat. Sag, da kannst du heiraten, aber ohne mich. Und das ist doch heute da gar kein Thema mehr, ne? Da diese Mischehe. Oder auch das andere, wo sie jetzt auch ermöglichen. Diese, sagt man da, diese einheitliche Geschlechtsehe. Wisst ihr, es ist, wo Männer und Frauen getrennt heiraten. Ja, da kann jetzt zum Beispiel ein Homosexueller eine Schwule heiraten. Und bei der Frau geht das auch. Heute da wollen sie nur gut aussehen, früher haben sie im Wesentlichen katholisch sind. Und da hat man halt geheiratet, weil es war da so. Ah ja, gut, hast du auch bei den Leuten ein paar Muggis. Ne, fühlt man sich ja irgendwann in der Hinsicht auch verpflichtet. Ne? Dann hat es mal Zeit gegeben, da haben sie geheiratet, weil sie haben heiraten müssen. Ne? War das modern? Und heutzutage gehen sie heiraten, weil die Ehe dort davor nichts war. Ja früher nicht, also ich habe ja früher zum Hilde nicht gesagt, kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Ich liebe dich. Früher in dem Sinn gar nicht gibt. Oder das andere Extrem, wo sie dort die Sprüche machen. Sex im Alter. Also man kann es auch übertreiben. An die Leute heben nichts zu tapezieren. Oder Schränk auszuwischen. Dort der Oswald Kulle. Der hat im Fernsehen mal in einer Talkshow gesagt, er der das gut finde. Sex im Alter. Ja, der hat in seinem Leben sonst nichts anderes gemacht. Der hat dort mit seinem Geld verdient. Wenn ich Geld verdienen will, muss ich schaffen gehen.
wie ich mit dem Hilde. Nee, jetzt mal unter uns. Ich meine, sind die Tiere zu, ja. Nee, wie ich mit dem Hilde, ja, das letzte Mal. Ja, gut, da ist anschließend der Stefan auf die Welt gekommen. Das war vor knapp 27 Jahren. Jetzt kann ich das ausrechnen. Es ist, wie der Hermann am Stammtisch schon gesagt hat, leicht neben deiner Frau im Bett und frohst schlafst du schon. Ne sah die jo. Ja, das sind deine Möglichkeiten als Mann. Da ist der Keim erstickt. Und dann gehen mir ja spätestens nur die Tagesthemen schlafen. Schon gerade neulich noch zum Hilde gesagt, wärst doch jetzt kein Kinder mehr wolle. Also hol man's recht, der kleine Hund. Ich weiß ja auch nicht, was die Leute sich da beweisen müssen, nicht, wenn sie jetzt da im Alter womöglich noch so zwettnackig im Bad rumlaufen. Nee, mir wird das unangenehm. Nicht. Da kann ich mal drüber schwätzen, nicht? Aber geht mir doch komisch vor, wenn ich jetzt da mit dem Hilde und dann hat das ja auch was mit Anstand zu tun. Man kann halt nicht über sein eigener, wie sagt man, im Alter wird der Schatte kürzer. Haben Sie das vom Richard gewusst? Bäcker Richard. Der schreibt sich aber nicht wie ich mit E, der schreibt sich mit E. Also A mit den Strichelchen. Wie sagt man dann? Umleitung oder. Als Maria dem seine Frau es auch durfte Kommunion, noch nicht gesagt, was macht denn der Richard? Ne? Also den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Fangt's an, sie heile. Satz Heinz, willst du das nicht? Der ist doch seit 2 Jahren gelähmt.
Also wahrscheinlich doch neulich noch beim Spazierengehen im Wald getroffen. Satz, das ist schon 2 Jahre her. Also geh fort. Satz, Heinz, wenn ich dir sage, das sind schon über 2 Jahre her. Ja, da haben sie beim Spazierengehen im Wald getroffen. Ne? Haben sie noch so ein kleiner Hund dabei gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, dass die einen Hund haben. Ne? Reicht noch bei Spaß gemacht. Heinz sagt, Richard, wo hast du die Rat her? Sade, ey, die habe ich vor 40 Jahren beim Tanzen kennengelernt. Jo, wie gesagt, fang's an zu heilen. Irgendwann hätte er gesagt, ich glaube, ich habe mich erkältet und kriegt eine Stirnhöhle-Nebenveräderung. Ne? Und in dem Jahr hätte er sich in den Kopf gesetzt gehabt, den Kirschbaum wegzumachen. Ne? Und er sagt, Maria, ich habe noch gesagt, jetzt lass doch um Gottes Wille den Kirschbaum stehen und wart, bis du gesund bist. Sagt's aber, kennst du den Richard? Sagt's, da denk ich ewig dran. Sagt's, ich steh in der Küche, guck das Küchenfenster aus, sieh ihn noch auf der Leder stehen, sieh ihn, wie die Leder noch vorne kippt. Sagt's, ich habe noch gerufen, Richard, aber nicht in die frisch gesetzte Bohne. Satz, und passiert was. Satz, Heinz, kannst du dir deine Schrecke vorstellen? Satz, das waren frisch gesetzte Bohnen. Jo, ne, wär du dabei so unglücklich gefallen und wär vollkommen querschnittsgelähmt. Ne? Ich hab gesagt, Maria, ich hab das nie gewusst. Sagt's, jo, das ist schon 2 Jahre her. Sagt's, das ist schon über 2 Jahre her. Sagt's, ich habe mir damals noch gedacht, der Do hat sich ja weiß sämtliche Knochen gebrochen. Aber sagt's, nix. Aber wer hat querschnittsgelähmt? Jo, sagt er, wer seit über 2 Jahren Pflegefall. Satz, das muss man sich immer vorstellen. Satz, der geht, kannst du sagen, als gesunder Mensch auf die Leder und wird ihm als Pflegefall ins Haus getragen. Satz, der Kirschbaum steht immer noch. Und er sagt noch, Heinz, war das jetzt wert? Jo, das wäre ein gesunder Kirschbaum. Ne? Satz, ich habe gerade die Feuchtwoche Kirsche gekocht. Satz, wenn er wolle, das esse mir ja nicht alles. Ne? Und dann Satz, wenn mir Kirsche Pannekuchen mache, Satz, der Richard kann das ja nicht essen, ne? Weil die Kirsche wäre nicht entsteinend. Ne? Jo, Satz, ich muss deine Pflege wie ein kleines Kind. Füttere, Wäsche, wiegele, nicht? Kennt auch nichts mehr Schwätze, ne? Jetzt hätte sich schon überlegt, künstlicher Darmausgang zu legen. Hahn und Darm, ne? Weil, sagt's, die Plastikbeutel zu wechseln, ist halt nicht so eine Sauerei, wie immer das mit den ganzen Windeln. Ne?
Und dann sagt sie noch, Jos, esse ich noch ein Stück Kuchen? Dann gehe ich wieder heim. Dann sagt sie, was will ich denn machen? Dann sagt sie noch, Hans, ich kann's als manchmal nicht mehr sehen und hören. Halb Mittag wäre ihr Schwester bei ihm. Ne? Und dann sagt sie noch, Hans, ich will bestimmt nichts Schlechtes für den Richard. Ne? Aber sagt sie, manchmal wäre es besser. Sagt sie, wenn ich dir erzähle, was ich als Deutsch mache, sagt sie, da drehst du dich im Grab rum. Jo, es hat gesagt, das wäre Sauerkirsche. Dann sagt Maria noch, sagt, ich habe gerade neulich zu meiner Schwester gesagt, Marianne, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Dann hat ihr Schwester gesagt, ja, ich gebe ihr das mit der Sterbehilfe. Dann sagt Maria, du hast zu Marianne gesagt, awei aber. Sagt, wenn du dich anschließend um den Richard kümmerst. Und er sagt noch, wie hat's gesagt? Ich bin immer auf das Leben nach dem Tode gespannt. Also, wenn der Richard mal tot wäre. Ich habe mir auch schon mal überlegt, was wäre, wenn mit dem Hilde was wäre. Ne? Wenn sich das Bein bricht oder alle zwei. Ne? Müsste ich halt eben aufräumen, abstarben, ne? Putzen. Wäsche, Koro, Bichle, ne? Gebt man sich vor, wie so eine Hausfrau. Wie so ein Depp. Ne, sagt Maria noch, sagt wie sie damals die Tochter von Neubauers auf dem Zebrastreifen tödlich überfahren. Sagt, das war ja auch furchtbar. Ne? Sagt, sowas ist schon schlimm. Ne? Sagt, sowas gönnt man ja niemand. Ne? Aber sagt, da wird man im Laufe der Zeit damit fertig. Ne? Da sagt man sich irgendwann, es Nathalie kommt halt nicht mehr. Ne? Aber, wie hat's gesagt, in der Zeit heilen die Wunden. Aber sagt sich Han das Elend jede da vor Aue. Sagt's, und du weißt, der Richard ist zäh. Und es sagt noch, jo, ich froh ist, Hilde, ob nach Sauerkirsche wolle. Tja, was will man in so Situationen aber auch sagen? Ne? Wollt mich jetzt Maria Gege über in der Sache nicht äußere. Ne? Esse halt kein Sauerkirsche. Auf der Kommunion ist ja auch eine dunkelhäutige. Also kein Neger. So dunkle Haut, ne? So braun, also dunkles Braun. Wie soll ich denn sagen? So, wir haben immer die eine Sorte Nussschokolade. Halb bitter. Und so ein dunkles Braun. Also ohne die Nüsse.
Ihr Mann ist normal. Ich habe zum Russ wieder schon gesagt, Hansja Samo, ist das eine Mulatte? Ne, Satz, ach was, Satz, das ist eine Cousine vom Horst. Die hätte in Koblenz ein Sonnenstudio. Unser Einer, Sie wahrscheinlich auch, passt auf, dass man nicht aussieht wie ein Neger. Und die tun das regelrecht provozieren. Am Stammtisch ist Einer, das heißt, in letzter Zeit kommt er nämlich so oft, der Krämer-Dieter. Der hat jetzt Negerin. Ja, also nicht gewonnen. Kauf. Ne? Ich weiß nicht wo. Irgendwo da unten auf dem Schwarzmarkt. Er hat sie aber noch vor der Mehrwertsteuererhöhung. Ah ja, Gott, herrsche überall von billig und günstig und Schnäppchen. Kriegst noch was dazu geschenkt, ne? Eine Uhr oder wer ist der Teufel was? Ne? Ne, sah die Frau vom Malder Manfred, sah sie ihm Dieter, sei Schwarzes, wer ein, wie hat sie gesagt? Nicht Schnäppchen. Flittchen. Jo, er hätte ein paar Monate ohne Urlaub gemacht. Stell dir mal vor, fahrst du den Urlaub zum Erholen und bringst eine Frau mit hin. Das ist doch, wie sagt man da, ein Tropfen auf den heißen Stein, oder ich weiß es nicht. Ne? Ich habe am Stammtisch schon zum Dieter gesagt, heißt ja Samu, wenn es im Schlafzimmer dunkel ist, die finde ich ja gar nicht. Sah der Erich, sah der doch, sah der, wenn der Dieter die Hose auszieht, muss die lachen. Ne? Mal lacht. Der Dieter sah, das wäre alles gar nicht so einfach. Ne? Sag, die fängt jetzt an, unsere Sprache zu lernen. Sag, da hätte ich denn das gedenkt? Die zusammenhängt jetzt doch so allmählich. Der Führerschein will sie machen. Und lauter so Zeug. Sag, und das geht ja alles zu Laste vom Haushalt. Ne?
sagt er, wenn die jetzt anfängt, da einer auf Frau zu machen. Ne? Neulich hat sie ihm, wie sagt man, mit Händen und Füßen zu verstehen gegeben, sie wäre nicht nur da zum Putze. Und die Pflichte, ne? Sagte die da, da habe ich zu der gesagt, sagte, sie hat sie nicht verstanden. Ne? Sagte, da habe ich zu der gesagt, Fräuleinchen, wo du herkommst, hast du überhaupt kein Rechte. Sagte, und hier hast du aber auch Pflichte. Sagt er, da holt man es aus dem Urwald. Ne? In die zivile Bevölkerung. Ne? Sagt er, und wenn ich ein bisschen laut bin, fangen sie an zu heilen. Ne? Sagt er, und dann bin ich immer gutes Mann. Ne? Ja. Aber sagt er, das weiß die ganz genau. Weißt du, so nur dem Motto, der Moor hat seine Schuld erkannt. Der Moor kann gehen. So, dann gehe ich mal und fange die wirklich noch ohne mich an zu essen. Heute Abend gibt es Buffet. Ne? Oh ja, heute Mittag hat man die Teller hingestellt kriegt, mit dem Essen. Ne? Und heute Abend muss man sich die Teller halt holen ohne Essen. Ne? Jo, das hast du wieder schon gesagt, sagt Heinz. Ihr könnt euch halt oben ruhig ein bisschen Essen mit heimnehmen, weil es bleibt ja doch immer so viel übrig. Ne? Irgendwo der Pappendeckel da stehen und Frischhaltefolie. Ne? Sie haben ja bestimmt auch schon einmal versucht, mit Frischhaltefolie. Es geht nicht! Kannst du anschließend den Blutdruck an der Tankstelle messen lassen? Ich vermute, dass die Frischhaltefolie einen Nervarzt davon hat, dem seine Praxis schlecht gegangen ist. Gut, dann hoffentlich ist heute Abend das Bier kälter wie heute Mittag der Kaffee. So, für heute haben wir genug gegessen. Können wir anfangen mit dem Trinken. Ich habe zum Hilde schon gesagt, wir müssen mit dem Essen aufpassen, dass sich das rendiert. Ah ja, so Geschenk kostet ja auch Geld. Ich habe damals beim Dörfler Richard an seinem 70. eine Flasche Sekt geschenkt. Ich habe es damals so im Magen gehabt, ich konnte nichts essen und nichts trinken. Und kannst du nicht oben sagen, gib mir den Sekt wieder mit heim. Heute oben hat man sich jetzt keine beim Essen hinsitzen, wo man gewollt hat. Ne? Hast du auch keine stehen bleiben. Ja gut, da hat nur einen Kaffee trinken, hat der mit dem geschwätzt und der mit dem. Und wieso geht? Ne? War ich mal kurz neben dem Emil gesetzt. Und er sagte, er hätte vor 14 Tagen hätte er da so einen Gehörsturz gehabt. Ne? Hätte jetzt da das Pfeife im Ohr. Sagt er, das jetzt ständig permanent Pfeife.
wie hat er gesagt, gibt es so einen ärztlichen Ausdruck, Trinidad. Ach, siehst du, jetzt habe ich den Emil gar nicht gefreut wegen ihrem 75. Ach so, jetzt passen wir auf. 75 und 65 sind, naja, 140. Da wäre der Emil 140. Also, entweder wäre es die Feuerwehr oder der Emil nicht, wie alt er ist. Ne? Heute Mittag haben beim Kaffeetrinken die Kuchen auf so Tische gestanden. Da war eine Frau, die ist um die Kuchen herum geschlich. Hast gemeint, es wäre Gift. Sagt sie, sie wird nur durch das Vollwert-Küchezeug essen. Das wäre so gesund. Ah, ich sag, aha. Jo, was hast du gesagt, was da drin wäre? Roggenmehl und Hirseflocke. Ingwer. Meersalz und Weizenschrott. Und süße Deze mit Honig. Boah, ich gesagt, da fehlt dir nur noch die Zündschnur. Sagt sie, ja, sie wäre mit ihrem Mann schon so gestraft. Der Herr Zucker. Die hat ausgesehen wie das Zeich, wo sie ist. So lange verfusselte Hoher. Da oben hat sie so, soll ich sagen, vier Schal war zu groß und vier Teppich zu klein. Ich bin so gehäkelt auf Hetze. Dann so langer, bunter Rock. Und dann, jetzt pass auf. Sandale mit Socke. Ich wollte noch sagen, stell du dich immer neben der Käsekuchen. Sagt der junge Mann, der wo heute Morgen in der Kirche Geige gespielt hat, das ist mein Sohn. Der wäre auf der Waldorfschule. Na, ich gesagt, da müsst ihr ja im Ruffing Franz seinen Sohn kennen, weil der ist auch behindert. Wo früher das Baugebiet war. Weißt du, das haben sie dann als Baugebiet umgebaut. Ne? Das war schon 30 Jahre her. Ne? Da war ja da diese Geflügelzucht, weißt du, vier Eier. Ne? Und weiter oberhalb steht ja noch das alte Schulgebäude. Ne? Und dort waren anfangs der 80er Jahre waren da Asylante drin. Ne? War aber Käfighaltung.
Flügel sucht. Ne? Der Scherer Werner, der hat ja damals noch das Haushaltswarengeschäft gehabt. Sah da, wie die Asylante kommen sind, hätte er anfangs in der Woche als über 10 Messer verkauft. Also an die Einheimische. Jo, er sagt, an den Neger habe ich noch keinen Penning verdient. Sollte die kommen nur daher und holen. Wie die Zigeuner. Schiebe alles auf die Vergangenheit und die Vertreibung. Obwohl Zigeuner darf man ja nicht mehr sagen. Ne? Ich sage jetzt immer statt Zigeuner, Zigauner. wie nennen die sich? Roma? Ne? Durf ein alter Campingplatz in der Welt. Ne? Die wollen aber weiterziehen. Oder müssen weiterziehen. Hauptsache, sie ziehen weiter. Ne? Ich habe vor ein paar Tagen den Meierkurt getroffen. Dann habe ich gesagt, sind die Roma schon fort? Sagte Heinz, das kann ich dir nicht sagen. Sagte, ich kann dir nur sagen, dass unserem Jessica sein Fahrrad war das. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Ne? Um jetzt auf die Anna Sachto noch einmal zurückzukommen, da haben sich ja damals die Anwohner, die da unmittelbar gewohnt haben, haben sich beschwert wegen der Geruchsbelästigung, also von der Geflügelzucht. Und da ist die ja dann dort weggekommen. Und dort soll jetzt, deswegen komme ich da drauf, dort soll jetzt ein Heim hin für körperlich und geistig behinderte Kinder. Also wird umgebaut. Ne? Und das ist ja, kann ich sagen, jetzt nicht Stadtmitte, aber Mitte in der Stadt. War auch wieder so eine politische Entscheidung vom Stadtrat. Die eine hat so gesagt, die andere hat so gesagt. Und so kommt es jetzt auch. Wie haben sie gesagt, man müsste Behinderte integrieren. Also, kann man ja. Man kann sie ja unter sich integrieren. Aber nicht in die Öffentlichkeit. Ja, man muss das auch mal weiterdenken. Da kommen bestimmt mal Spielplätze hin, wo vielleicht auch mal gesunde Kinder spielen. Ja. Wollte sie, dass ihr Kind mit so einem körperlich und geistig behinderten Kind spielt? Es ist nicht ansteckend, aber muss nicht sein. Natürlich müsse die in der Hinsicht betreut werden, kann ich die ja nicht auf sich stellen, aber nicht mit im Ort. Immer so Sprüche hören, man müsste auf Minderheiten mehr Rücksicht nehmen. Ja, ich habe allmählich den Eindruck, dass die Minderheiten in die Überzahl sind. Wenn die herrscht, die wäre nur vertrieben, verfolgt und unterdrückt. Am meisten jammere immer noch die Indianer, und die Frau. Wie ich Ihnen gerade was erzähle. Mir hat neulich einer gesagt, sei froh, dass daheim nicht jammere, im Gegenteil, das muss gemacht werden und so wird's gemacht und so und so. Na, ich sag, du musst aber, ja. Also, wenn du da nicht aufpasst, kannst du die Oberhand aber gleich abgeben. Ich sage, du musst ja mal aus dir hinausgehen und ihr die Meinung sagen.
Nein, ein paar Tage später noch einmal getroffen. Er sagt, und? Hast du daheim mal ordentlich auf den Tisch geschlagen? Sagt er, nee, das hätte seine Frau gemacht. Und dann sagt er noch, Heinz, jetzt mal unter uns vier Aue. Sagt er, er die das nicht gut finde, dass man Frauen nicht schlagen darf. Also er sagt, keine Schlägerei. Ne? Also, dass die zurückschlägt. Sagt er, nee, so weit käm's noch. Ne? Nee, er sagt so, dass er merkt, bis hierhin und. Ne? Bis hierhin und. Ne? Wie beim Hund, wenn man sagt, pfui. Ne? Sagt der Heinz, die reizt mich als bis aufs Messer. Oh, ich sag, reg dich nicht auf. Heinz, bei mir ist es ein ganzer Besteckkaste. Ja, du herkommst der Ausdruck, ich schlage dir hinter die Löffel. Ne? Oder sie gibt den Löffel ab. Neulich hätte sie zu ihm gesagt, wenn du so weitermachst, der jetzt ausziehe. Und das muss er irgendwie falsch verstanden haben. Hat er gesagt, nackig geh schon mal auf die Nerven. Es Hilde kommt auch als mit so Schnapsidee. Sagt's, ihr Männer müsst mal die Kinder kriegen. Er sagt, noch trink ich mein Bier im Eckstübchen und nicht im Kreissaal. Ja, du musst daheim aufpassen, da, dass du, soll ich denn sagen, dass man sich in der Hierarchie dorthin stellt, wo oben drüber keiner mehr hinpasst. Sonst bist du schnell, sagt man dann. Du, wie heißt denn das, wenn daheim die Frau die Stellung bevorzugt? Materialismus oder wie ist es nicht? Gibt es ja noch so einen neumodischen Ausdruck. Wie sagen sie denn immer? Masochismus. Ah. Sitzen Sie jetzt dort? Nee, wie sagen sie dann? Gütertrennung. Heute Mittag beim Essen war der Pacher da. Und so hat er über Religion geschwätzt. Ne? Und hat er über das, wie sagt man dann, Zölibat. Wisst ihr, das ist, wo Pacher nicht heiraten müssen. wie sagen sie noch dazu? Gottes Segen. Ich habe zum Hilde schon gesagt, ich habe gesagt, wenn ich es noch einmal zu entscheiden hätte, dass ich auch Para wäre. Sagt Hilde, wäre ich vielleicht der Haushälterin. Hi, sagt Jo, und der Stefan ist der Messdiener. Er sagt, nee, eben nicht.
Und dann haben sie noch da über die Schande der einzelnen Völker geschwätzt. Weißt du, wo die sich da solchen Sachen für den Rest vom Leben ein Kreuz ans Bein gebunden haben? Ja, zum Beispiel die Italiener. Ne? Also die alte Italiener. Ne? Die Römer. Ne? Ah ja, die haben ja den Jesus gekreuzigt. Ne? Und sowas bleibt ewig hängen. Ne? Deutschland. Zweiter Weltkrieg. Gut, es ist Geschichte. Die Vernichtung von dem Antisemitismus. Das ist und bleibt, soll ich sagen, eine buchstäbliche Träne im Knoblauch. England. Fußball-Weltmeisterschaft. 1966, das Tor, wo keins war. Im Leben war das kein Tor. Im Leben nicht. Eine Schande auf Lebenszeit. Ich habe schon gesagt, deswegen hat der Engländer auch kein Euro. Das ist denen halt noch unangenehm. Holland, wenn sie im Sommer mit ihren Wohnanhänger über unsere Autobahn fahren. Tja, so hat jede Nation ihr Schandfleck. Pole, ah, gutes Beispiel. Gut, das ist jetzt keine Schande. Klau ist ja Krankheit. Ne? Frankreich. Schwitzt halt kein Mensch mehr davon. Was haben dann die damals während der Revolution? Ne? Tausende mit dem Fallbeil aufgehängt. Nenn du mir mal eine Nation, die ihr weiße West hat. Der Neger nützt das regelrecht, aus, dass er schwarz ist. Weil er genau weiß, er ist ein Neger. Der setzt seine Hautfarbe in wie ein Schwerbehindertenausweis. Wo sie immer sagen, mir täte die anderen Länder die Drecksarbeit machen lassen. Du hast wohl Länder da wie Afghanistan, ne? Die müsste es Rauschgift anbauen und bei uns täte sie nur die Fies hochlegen und in Seelenruhe das Zeug rauchen. Uns täte nur deswegen so viel Geld für das Rauschgift bezahlt wäre, um schlechte Gewissen zu beruhigen. Heißt, in der Palz wäre die Kartoffel auch nicht nur zum eigenen Verzehr angebaut. Irgendwann machen sie dir noch Vorhaltungen, weil du Kartoffel isst. Die drehe dir aus Kartoffel erstrickt. Den französischen Rotwein, den sauft der Russ. Gott, ehrlich, am Stammtisch drüber geschwätzt. Haben sie gesagt, den französischen Rotwein kauft entweder die russische Mafia oder der Aldi. Das kommt alles doch von dem internationalen Import und Export.
Wie sagen Sie dazu? Die Nachfrage nach dem Angebot. Oder der Araber, was der alles kauft. Alles. Der Araber hat Geld wie Gott in Frankreich. Der Araber hat so viel Geld, der könnte sein eigenes Öl kaufen. Das ist ein Reichtum, den er kann sich unser einer vom Mund absparen. Araber kauft alles, Uhren, ja, nicht eine Uhr, der kauft das ganze Geschäft. Der kauft Hotels, Fernsehsender, Städte, ganze Länder. Der Araber hat nicht eher Ruhe, bis die ganze Welt arabisch ist. Ich habe schon gesagt, Italien heißt dann Arabiata. Nee, es war jetzt nur so. Aber warten wir, was ich dir sage. Die sind über Nacht mit ihren Kamele schneller da, wie du dich herumdrehen kannst. Und dann heißt es wieder, ja, wir haben das nicht gewusst. Der Pfarrer hat gesagt, das gibt noch ein Problem mit dem Islam. Der hat gesagt, das gibt ein regelrechter Religionskrach. Ja, da kann man nur beten, dass die sich verlarven. Wenn sie auf die Wege hermachen. Der Pfarrer sagt, das gibt dann wieder eine ungleiche Auseinandersetzung. Wie damals schon, wie da gesagt, du mit den zwei David gegen Golat. Nur, dass in dem Fall, und das sage ich dir, der Golat hingeht, ihm David an der Backe schlägt, dem die Schleuder abholt und sagt, für dich ist ab heute fünfmal am Dato hin der Oste. Und bleib auf dem Teppich. Klar, sieht, dass man mit dem Teppich da fliegen kann. Ja, aber über sowas hat man sich früher gar keinen Gedanken machen müssen. Ne? Du hast mal in die Kirche gegangen, hat Gott ein guter Mann sein gelöst. Jo, hast du im Fernsehen also mal gesehen, wenn die da unten rumgepilchert sind? Ne? Das war ja eh nicht Deichner. Ne? Das war ihm doch egal, ob das jetzt Jute, Muslims, Islamer oder Muslime waren. Ne? Ja, aber die wäre jetzt allmählich hektisch. Die greifen hier sogar den Papst an. Ne? Steht doch von denen keiner angreifen. Tja, aber das ist, seit die Mauer weg ist, schwappt das alles da rüber. Der Pfarrer sagt, da treffen dann Kulturen aufeinander. Ja, ich sagte, jo, Kulturen. Er sagt, Kultur, die haben mir daheim in den Joghurt gerührt. Aber das ist das, was ich schon immer gesagt habe. Das ist das Problem unserer Auswanderungspolitik.
der für jeder zu unseren. Und die haben die Bombe schon im Sack. Und wenn von uns einer ins Ausland will, hast du einen Nachelfeil dabei, kannst du hin am Flugzeug herlaufen. Einbürgerungstest, ja. Wenn die Mordosen ist es zu spät. Ich steht die da ohne Teste. Bevor sie mit ihren Schiffen lostreiben. So Fragen wie, sind sie wasserdicht? Ne? Oder sind sie seekrank? Ja, die kommen da her und kotzen uns das Land voll. Breche die Gesetze. Sagen Sie mal, 75. Weniger 65. Ist doch zäh. Weil der Emil gesagt hat, er war 15. Wie er zur Bundeswehr ist. Feuerwehrgang ist. Das ist und bleibt des Pudels Kern. Der Emil hat vorhin durfte Kommunion mit ihnen zusammengestanden. Na, haben sie gesagt, sie hätte was Wichtiges zu besprechen. Dann habe ich mich dazugestellt. Und da haben sie dann doch über was anderes geschwätzt. Ne? Ne, sah der Anna da, sah der, ich weiß nicht, ob das noch Verwandtschaft ist vom Russ, wie das, egal. Sah der, sie hätte früher in der DDR gewohnt, also wie die Mauer noch gestanden hat. Also wie die DDR noch Oste war, ne? Ist ja jetzt alles Weste. Ne? Ah ja, Oste ist ja jetzt viel weiter dahin irgendwo. Ne? Ganz da unten. Wie sagen Sie dazu? Der Nahe Osten. Ne? Jona hat er erzählt, wo sie überall schon Urlaub gemacht hätte. Ne? Vorsjahr hätte sie zusammen mit seiner Frau Kreuzzüge gemacht. Ne? Kreuzfahrt gemacht. Ne? Und da hätte sie obens beim Kapitän ges. Na, ich noch gedenkt, der wird sich schön bedankt haben. Ah ja, mit dem Busfahrer darfst du während der Fahrt ja auch nicht schwätzen. Und schon gar nicht mit dem Kapitän, wenn er schifft. Ich habe nichts gesagt. Und nächstes Jahr wollen sie irgendwie, da, wie hat er gesagt, da unten hinaus ans Schwarze Meer. Und ich noch gesagt, nur Afrika bringt mich so schnell keiner. Ne, sagt der Anna da, so ein bisschen überheblich, sagt er, sie glauben ja gar nicht, was man da erlebt, wenn man so eine Reise macht. Ah, ich sage, doch. Also der Kollege von mir, der hat Urlaub gemacht mit dem Auto. Also, da hat er damals seine Musik-CDs mitgenommen. Also, wie sie da unten im Urlaub angekommen sind, hat er doppelt so viele CDs gehabt wie vorher. Ne, sah der Anna, wieso denn das? Ich sage, die sind über den Brenner gefahren.
war gut, ne? Du, der Anna hat mich angeguckt, wie ihr Patient denn mal bei der Operation aus der Narkose wach macht und froh tut's noch weh. Da auf der Kommission ist einer, also arrogant, nicht und ingift, unsympathisch bis zum Anschlag. Tatsächlich ist er Ingenieur, aber vom Gefühl her ein Dummschwätzer. Ich habe mit dem noch kein Wort geschwitzt. Du, mit den ganzen Temperaturen, du, dass das du alles wärmer wird, sagen sie, das käme doch von der Klimaveränderung, ne? Ich weiß es nicht. War doch neulich im Fernsehbericht, ne? Wo sie gesagt haben, die Pole die schmelze. Nee, aber ob das mit der ganzen Umwelt, ob das alles so stimmt, wie die das im Fernsehen immer sagen. Ne? Die haben ja schon vor 10 Jahren gesagt, die Umgehungsstraße kommt. Bis heute noch nichts passiert. Temperatur. Temperatur hat es früher schon gegeben. Der Mensch muss das immer alles da übertreiben. Das hat damals alles angefangen, da mit dem, wie heißt denn das, wo so ein Haufen Geld kostet? Trennkost. Weißt du, wo sie die Dose und Flasche, das Papier, Pappendeckel. Ich habe am Stammtisch schon gesagt, wenn durch die ganze Klimaerwärmung die Meeresspiegel immer weiter ansteigen, hat man nicht mehr so weit vor ins Wasser. Man muss es aber auch mal so sehen, wo sie immer sahen, da mit ihrer Emissionsschadstoffausschüttung. Früher haben sie noch viel mehr in die Luft geblost. Ist auch nichts passiert. Also, wenn man warm gehadert hat, hat man die Jagd nicht angezogen. Wenn man kalt gehadert hat, hat man sie nicht ausgezogen. Gefühlte Temperatur. Ja, vom Gefühl kenne ich Fährze da Urlaub gebrauchen. Aber tatsächlich habe ich nur 8. Dort der erhöhte Eintritt ins Rentealter, das ist ein Klimawechsel. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das mit den ganzen Schadstoffen, wie sagen Sie, dieser Treibgaseffekt, ne, dass das alles durch das Ozonloch abzieht. Jo, soll sich die Experte drum kümmern. Unser Enner kann da ja nichts dran machen. Ne? Oder der Amerikaner. Ist ja bei allem immer gleich dabei. Ne? Da sehe ich in Zukunft sowieso schwarz. Ja, die Amerikaner haben ja gesagt, sie wäre beim Klimaschutz, wäre sie Vorreiter. Und da sagte Schindler Gregor, das ist dann aber ein Pferd ohne Beine. Ist es nicht. Ein Pferd ohne Bein dreht doch auf der Stelle.
Dort neulich in der Zeitung auch so ein Experte gesagt, da wegen der Umweltbelastung, sagt er, da schwebt über uns ein Domestos-Schwert. Ich weiß nicht, wie er das gemeint hat. Vielleicht, weil die ganzen Putzmittel so scharf sind oder. Es ist wie bei allem, es gibt immer ein Für und ein Wider. Ne? Na, die eine sind für die Todesstrafe, ne? Und die andere wolle wieder die Todesstrafe. Ne? Ja, sie lachen. Auf der Welt sind die Länder, die die Todesstrafe haben, in der Mehrheit, in der Überzahl. Ne? Und da macht man sich schon seine Gedanken. Ne? Muss ja einen Grund geben. Ne? Verstehen Sie mich nicht richtig? Ich bin nicht für die Todesstrafe. Ne? Kommt immer drauf an, für was. Ah, nee, du musst schon ein vernünftiger Grund vorlegen. Ne? Es sind ja auch schon Leute hingerichtet worden, die es gar nicht waren. Ne? Da, wie sagen sie, immer aus Mangel an Beweisen. Ne? Gibt es auch so einen Fachausdruck, Kunstfehler. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Todesstrafen, ne? Das mit der Giftspritze, so, ne? Elektrische Stuhl oder Aufhänge. Ne? Gut, man muss es auch so sehen. Nehmen wir mal an, die Merke, der Verurteilte vertrat das Gift zeichnet. Ne? Da kann man immer noch sagen, alle hopp, dann sitzen wir auf dem elektrischen Stuhl. Bevor uns die Falltür verkürzt. Obwohl, bei dem elektrischen Stuhl ist bestimmt auch schon ein paar Mal die Sicherung rausgeflogen. Es hat ja auch schon Fälle gegeben, wo einer der elektrische Stuhl überlebt hat. Das muss man sich immer vorstellen. Ne? Ja. Der braucht doch für den Rest vom Leben keine Batterie mehr zu kaufen. Ja. Gut, gut. Der lutscht eh nur am Akku, ist der voll. Ne? Ich habe mir neulich daheim im Badezimmer auch so eine spezielle Sicherung in Bau gelöst. Weißt du, so ein FI-Schalter. Das ist, wie soll ich Ihnen das erklären? Damit der Strom schneller rausspringt. Ah ja, stell dir mal vor, es sitzt einer in der Badewanne. Dem anderen fällt der Föhn ins Wasser. Es hielt, er hat keine Chance. Aber du mit so einer speziellen Versicherung, Sicherung. Jo, du steht vielleicht für 2 Sekunden die Frisur.
Wie ein Frottehandtuch. Ne? Vom Herr Hoffmann persönlich gestärkt. Und eine Stuppe von der Badewanne hängt an der Decke. Aber es hielte, wäre sauberer wie mit Ultraschall. Um jetzt nochmal auf die Todesstrafe zurückzukommen. Wir gehören zu den Ländern, die die Todesstrafe nicht haben. Wir sind dort vor auf andere Gebiete. Soll ich Ihnen sagen? Fortschrittlich. Ne? Also wir haben die Todesstrafe nicht mehr. Ne? Die haben sie irgendwann abgeschafft. Mit 1949. Ne? Obwohl die Sommerzeit dann Samen abgeschafft hat. Ne? Ich meine sogar 1950. Ne? Das hat jetzt dort mit nichts zu tun. Ne? Aber und die Sommerzeit haben sie aber 1980 wieder eingeführt. Ne? Muss ja auch Gründe geben. Ne? Naja. So, gehe ich nochmal auf die Kommunion. Ne? Ich nehme an, dass die Ersten schon gegangen sind und dass die Letzten noch da sitzen. Wie unser Pfarrer früher in der Schule immer gesagt hat, erstens, nee, die Ersten werden die Letzten sein, oder die Letzten werden die Ersten sein, doch weiß man gar nicht, wo man sich dazu stellen soll. Gut, also, arrivederci, oder wie der Italiener sagt, Glück auf.